Sie haben mich geschlagen und mir dabei die Nase gebrochen. Es begann im Februar. Ich habe mich mit jemandem verabredet, bei ihm zu Hause. Ich kam in die Wohnung, im Bad waren aber Polizisten versteckt. Der Mann, mit dem ich daten wollte, war ein Lockvogel. Er sollte der Polizei andere Jungs ausliefern. Ich grüßte ihn und wurde 5 Minuten später von den Beamten überfallen. Sie nahmen mich fest und brachten ihn in ein Gefängnis in Argun. Dort sagten sie mir, ich soll meine schwulen Kontakte herausrücken. Sonst würden sie mich foltern. Ich wurde gefoltert. Sie glaubten mir nicht, dass ich keine anderen Jungs kenne. Sie befestigten mir ein Stück Draht am kleinen Finger und schalteten Strom ein. Wir waren 22 Insassen, ganz unterschiedliche Menschen, auf 3 Zellen verteilt. In jeder Zelle 6 bis 8 Personen. Ich bekam kaum Luft zum Atmen. Geschlafen wurde auf dem Boden, wenn überhaupt. Manche wurden in andere Zellen geworfen, zu religiösen Fanatikern, die sie misshandelten. Ich verbrachte 28 Tage hinter Gittern. Warum? Weil ich eine Schwuchtel bin, sagten sie. Im März kam ich frei und sollte Tschetschenien verlassen. Ich sei eine Schande für das Land. Solche wie ich sollten umgebracht werden. Ich möchte Ihnen zusichern, dass diese ganzen Berichte über unsere Republik, über unser Volk und solche Ereignisse eine Provokation sind. Angeblich werden Menschen verhaftet und sogar umgebracht, die... Nun ja, es ist mir peinlich, dieses Wort auszusprechen. Ich sage Ihnen eins, die Sicherheitslage in unserer Republik ist gut. Offensichtlich haben Sie noch Probleme, aber ich sehe, dass sie gelöst werden, und zwar gut. Sie sind Teufel, sie sind käuflich, sie sind keine Menschen. Sie wollen verdammt werden. Dafür, dass sie uns beschuldigen, werden sie von Gott bestraft. Ich denke anders. Für mich ist Schwulsein keine Schande, sondern meine ganz persönliche Wahl. Natürlich tat es mir leid, meine Heimat zu verlassen. Alles, was ich dort liebgewonnen hatte. Aber jetzt wissen dort alle über mich Bescheid. Darum muss ich ein neues Leben anfangen. In einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Mein Traum ist, Flugbegleiter zu werden. Ich mag Flugzeuge. Ich hoffe, das klappt irgendwann. Thank you.